Oh. Ja. Jo, Junge. Der hat mich jetzt von alleine angesprochen, als ich vorbeifahren wollte. Bist du auch fleißig auf Schatzsuche? Jupp. Willst du einen Schatz finden, solltest du als erstmal deine Seekarte auf und durchdrücken von Y ins Kartenmenü aufschalten, umschalten. Stimme dann die vergrößerte Inselkarte links auf die bla bla bla, das kennen wir ja alle schon, also zumindest wissen wir es. Natürlich willst du den Schatz auch heben und dazu folgst du der Karte, bis du dir sicher bist, genau über dem Schatz zu sein. Okay, also der gibt uns einfach nochmal eine Anleitung dazu. Es gibt allerdings nicht wenige, die finden einen Schatz nicht auf Anhieb und geben dann gleich auf. Ich hoffe aber, du zählst nicht zu dieser ungeduldigen Sorte. Nein. Mhm, mach ich. Beziehungsweise mach ich nicht. Wohl an, also dann. Bye, bye. Okay, also viel mehr hat er nicht zu sagen. Aber zumindest eine gewisse Anleitung fürs Heben von Schätzen ist ja auch wünschenswert. Okay. Letzte Triangelinsel, letztes Diamant. Umherirrender, der du einen Wegweiser zu den Göttinnen suchst, bringe den Diamant zu mir. Hab ich dabei. Da hasse. Du hast Pharaohs Diamant in die Hände dieses Steingötzen gelegt. Hab ich. Oh, Cutscene. Eine Cutscene. Ja, Linke. Tapferer Held. Nein, diese Statue wird nicht explodieren. Wahrscheinlich. Aber nette Reaktion, Link. Er wird doch explodieren. Ach Mann. Ach, guck mal. Ist ja gleich viel hübscher geworden, die Statue. Oh, Strahl Nummer 1. Währenddessen auf der anderen... Triangelinsel. Währenddessen auf der dritten Triangelinsel. So, und es bildet sich ein großes Laserdreieck. Wow. Das ist doch genau das, was wir als Bild und quasi Poster bei Tetra in der Kapitänskajüte gesehen haben. Oh, und es erhebt sich unser nächstes Reiseziel. Okay. Und da landen wir echt direkt da. Aber bitte wieder, bitte diesmal mit Schwert von Anfang an. Das wäre mir sehr lieb. Link, Alter. Ja, Löwenkönig kommt so ein bisschen hinterher. Getingelt. Überfährt uns direkt mal. Alles klar. Oh, 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 oh. Dieser Turm, der durch die Kraft der von den Hütern bewahrten Diamante aus der Versenkung aufgetaucht ist, ich hab richtig Bock auf Monte gerade, ist ein Ort, um den Mut der Menschen auf die Probe zu stellen. Erbaut wurde er von den Göttern der Vorzeit. Nur wer die ihm hier auferlegten Prüfungen zu bestehen weiß, wird von den Göttern als Held anerkannt werden und nur dem wird die Ehre zuteil, von der Kraft, das Allböse ausmerzen zu können, beseelt zu werden. Das Allböse. Aha. E-Link, die Kraft derer, die du dich würdig erweisen und habhaft machen musst, ist nur noch einen Schritt entfernt. Und jede Menge Gekloppe wahrscheinlich. Glaube an deinen Mut, der dich schon so viele Abenteuer hat überstehen lassen und sei auch in den Prüfungen der Götter erfolgreich. Mach ich. So, dank einem sehr ungünstigen Wind tun wir gerade mit angemessen langsamer Geschwindigkeit in den Eingang rein. Wie sich das gehört, so, wir winken mal rechts, wir winken mal links. Ja, so muss das sein. Cineastisch perfekt. Finde ich gut. Turm der Götter. Okay. Da sieht's ja abenteuerlich aus. Wir haben hier keinen Wind. Das mit dem Segel kann ich also lassen. Ach nee, guck mal. Was zur Hölle? Das war unheimlich.
ohne Segel, obwohl, wenn ich das Segel spanne, dann kann ich langsam nach vorne gleiten, obwohl das hier anscheinend nichts mit dem Wind, also mit dem Wind zu tun haben sollte. Okay, der Wasserpegel steigt ab und an und ab und an wieder nicht. Das ist gut zu wissen. Ich nehme an, wir müssen auf die andere Seite. Es ist sehr interessant, die Segelmechanik hier. Der Leuenkönig, der rafft das nur, dass man irgendwo hin will, wenn das Segel ausgeklappt ist. Wind oder nicht. Gibt es da drüben irgendwas? Alter, ich muss ja erstmal mit der... Hier ist auch ein bisschen Strömung. Hier ist auch ein ganz kleines bisschen Strömung. Nee, das bringt hier überhaupt nichts. Warte mal. Ah, hier ist eine Tür. Okay, wo will ich denn als erstes hin? Bin schon wieder völlig überfragt hier. Gehen wir doch erstmal hier. Guck mal, klappen wir mal ein. Ach nee, hier können wir... Doch, von dem Pol, ne? Hey, jetzt komme ich wieder nicht voran. So, hier, guck mal. Von hier können wir hier rüber springen, sehr schön. Jetzt bin ich wieder nicht vorangekommen, weil ich das Segel eingeklappt hatte. Aber ohne das Segel einzuklappen, kann man nicht von Bord springen. Das ist eine der Sicherheitsmechaniken des neuen Modells des Leuenkönigs, das ist mal klar. Wer bist denn du? Du siehst aus wie ein LucasArts Grüntentakel, nur dass du grau bist. Ich kann dich tragen. Achso, ich soll dich sogar tragen, alles klar. Das war schwer. Das war schwer und sehr unintuitiv, muss ich ja so sagen. So, wie viel kann man mit einem Kohlen? 5000, da können wir noch gut sammeln hier. Alles klar, gucken wir nochmal in das erste Kämmerlein rein. Endlich mal wieder ein Dungeon. Es tut mir ja so furchtbar leid, dass das so Ewigkeiten gedauert hat mit den Dungeons. Ach ja, Entschuldigung, ja. Seit wann ist denn der Gelbe mit Blitz? Sind die alle mit Blitz? Ich dachte, die Blauen sind Blitzige. Ich dachte, die Blauen sind die mit den Blitzen. Halt, stopp. Einfach mal treffen, danke. Was soll ich jetzt sagen? Ja, also es tut mir eigentlich tut es mir nicht leid, dass es so lange gedauert hat bis zum nächsten Dungeon. Es ist nun mal so, es ist ganz viel Handlung drin und ich kann euch sagen, mit in großen Buchstaben quasi, ich habe ganz viel rausgeschnitten. Also von den ganzen Überfahrten, das hat man ja mitgekriegt, ja. Hoppala. Aber auch so im Generellen habe ich viel Rumgeirre halt rausgenommen. Und das ist eigentlich auch ganz, ja, wie soll ich sagen, convenient für euch. Also eigentlich die Folgen werden, ich hab für 20 Minuten Folge meistens eine Stunde aufgenommen. Was ist denn das hier eigentlich? Es ist oben eine Brücke. Alles klar. Lass mich raten, da muss eine Kiste hin. Und dadurch, dass das Wasser stetig fällt und steigt, ist die Brücke immer nur so ein bisschen da. Okay, schön darauf warten, bis es wieder runtergeht. Siehst du, hier habe ich jetzt wieder convenienterweise geschnitten, ja, so dass ihr das mal mitkriegt, was ich meine. Ich habe 5 Millionen Stunden jetzt darauf gewartet, dass das Wasser sinkt. Ne, ist natürlich Blödsinn. Aber es soll das Ganze mal ein wenig demonstrieren, dass es für the greater good ist. So, jetzt warten wir schön, bis das Wasser wieder unten ist. Haha. Und gehen dann rüber. So, was haben wir denn hier? Bringt das hier irgendwas? Kann ich euch eigentlich kaputt machen? Tatsächlich, alles klar. Ihr seid hölzerne Vasen. Und was bist du? Ich kann dich tragen. Jetzt blinkt hinten die Tür auf. Soll das heißen, ich muss dich durch die Tür bringen? Wahnsinn. Schwupps und wieder ganz viel abgekürzt. Ja. Da so exzessiv werde ich das jetzt in den Dungeons hier nicht machen. Aber nur mal so zur Demonstration. Wie gesagt. So, und du musst eigentlich wohin? Hier, das sieht gut aus. Das scheint zu passen. Ba, 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 ba. Rätsel Nummer 1 gelöst. Schön. Ja, nee, nichtsdestotrotz, auch wenn es halt vielleicht... Komme ich da drüben überhaupt hin? Doch, von der rechten Seite. Da sieht es aus, als wäre da keine Kante. Leuenkönig, wo zum Geier parkst du? Mann. Ja, nein, auch wenn es mir nicht wirklich leid tut, dass so viel Nicht-Dungeon zwischendrin war. Es war doch sehr viel Wichtiges, wie zum Beispiel die Erkundung der ganzen Inseln, soweit, wo wir immer noch nicht fertig sind. Und halt auch das ganze Hin und Her und Hick und Hack zwischen den Charakteren war ja sehr wichtig auch. Muss ich ja sagen, ja, Link springt wieder von der falschen Seite ab, sodass ich genau nicht genug Zeit habe, hier hochzugehen. Ich habe nichts gesagt. Alles klar, Dankeschön. War es knapp? Es war relativ knapp. Oh,
Na toll, ich hätte es auch durch die Tür gekonnt, aber naja. War trotzdem relativ knapp. So, dann wollen wir mal sehen. Wie viele Folgen sind denn das jetzt gewesen? Ich weiß es gar nicht. Alter, kannst du mal einfach den anvisieren? Dankeschön. Meine Fresse. Dieses Wasser, dieses Hin und Her. Schön, schön auch mal wieder in Tempel mit so, halt ja, wie soll ich sagen, dynamischen Elementen zu haben. Der Wassertempel war nämlich, Wasserpalast, Wassertempel war nämlich in Ocarina of Time mein Lieblingsdungeon. Aufgrund dieses dynamischen Elements, dieses Wassers, was dann halt die Räume auch total verändert hat. Im Gameboy-Teil war es der... Ich bin jetzt im neuen Link's Awakening noch nicht so weit gekommen, deswegen weiß ich den Namen nicht mehr komplett aus dem Kopf, aber... Hier müssen wir auf jeden Fall die Kisten davor tun, vor diese bröckeligen Dinger. Obwohl, hier können wir noch so ran. Warte mal. Erstmal eine Bombe hingebaut. Bitteschön, tschüss. Nein, im Gameboy-Teil, sofern ich mich an den Namen richtig entsinne, war das der Maskenpalast gewesen. Wo du wirklich sehr doll auf die Stockwerke und so weiter achten musstest. Also diese Kiste werde ich jetzt gleich mal hier rüber schaffen, weil wir hier keine Kante haben. Und diese Kiste werde ich hier schaffen, weil wir da keine Kante haben. Wir haben sogar eine Sperrkiste, falls wir uns ganz furchtbar doof anstellen. Kennt man ja. Sehr schön. So, hier hin, jetzt noch die zweite Kiste auf die andere Seite. Ach nee, haut ja hin. Falsch. Da musst du hin. Alles klar, bis gleich. Im Maskentempel bei Link's Awakening musstest du sehr viel mit der Karte arbeiten, weil die Rätsel sich über mehrere Stockwerke verteilt haben auch. War sehr lustig, hat Spaß gemacht. Und deswegen, also so eine nicht dynamischen Dungeons, ja, kann man machen, muss man aber nicht. So, lass mich raten, hier drüben ist die Kiste da auch kaputt, na ist egal. Hier drüben darf ich das auf der Kiste lassen. Na gut. So, explodier. Mit der Kraft meiner Gedanken. Dankeschön. Ja, spring ins Wasser. Alles klar. Falsche Taste. Beziehungsweise falsche Waffe. Ich könnte ja einfach mal das Segel wegpacken. Das brauchen wir ja gerade nicht. Gerade wohl bemerkt. Anscheinend spielt ja Wasser und Herumsegeln hier auch eine große Rolle in der Haupthalle. Wo waren wir jetzt noch? Nicht hier in der Mitte waren wir noch nicht drin. Ah, hier ist die Kiste, alles klar. Zeug, ja, Bomben, sehr schön. Gott sei Dank kriegen wir hier Bomben, wir haben ja gerade welche verbraucht. So, hier könnte jetzt eigentlich schon mal die Karte oder der Kompass drin sein, vielleicht auch ein Schlüssel. Eine Karte, ich wusste es. Okay, guck mal die Misere mal an. Okay, hier oben wird es immer enger. Das ist anscheinend der Turm. Aber das sieht doch schon sehr kompliziert aus. Wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Wo kommt ihr denn jetzt schon wieder her? Meine Güte. Lass mich mal warten, bis das Wasser unten ist, damit ich mich auch wehren kann. Meine Fresse. Könnt ihr jetzt bitte explodieren? Kannst du jetzt bitte explodieren? Dankeschön. Oh, und die restlichen werden gestunt. Alles klar. Ist ja interessant. Das ist ja interessant, dass die Bomben eine unterschiedlich große Wirkung haben, je näher die dran sind. Damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass da sowas irgendwie irgendwo eingebaut ist. Ich dachte, wenn sie getroffen werden, sind sie getroffen. So Gegner oder ich zum Beispiel. Wo ist der Ausgang? Da ist der Ausgang. Danke. Warte mal. Ich hab da gerade noch was gesehen. Kann ich hier... Ach nee, ich wollte gerade sagen, kann ich hier den Abfluss verstopfen, aber anscheinend nicht. Da kann man die Kiste leider nicht hinschieben, weil da eine unschöne Kante im Weg ist. Wir gucken uns das hier nochmal an. Siehst du, hier kannst du nicht reinschippen. Aber schön, dieses kleine Detail, dass das Rinnsal dann auch aus der Einkerbung für die Kisten raus ist, finde ich gut. Natürlich brauchen wir jetzt wieder das Segel ohne Wind. Und jetzt kommen wir nämlich auch hier durch.
Gibt's hier noch irgendwie... Irgendwie geht's hier anscheinend noch unterm Wasserfall lang. Aber dazu müsste der Wasserfall erstmal weg. Also fahren wir nach rechts. Schipper, schipper, schipper. Okay, hier unten bei herabgelassenem Wasser nichts. Alles klar, dann warten wir hier einfach mal, bis das Wasser steigt und gut ist. Plopp. So, hier ist zu. Und oh mein Gott, die Rätsel werden schwerer. Danke. Das ging daneben. So. Da bin ich jetzt fast nicht drauf gekommen. Ehrlich. Okay, Fackeln und Stöcker in Vasen. Und wir sollen darüber. Eieiei. Okay, dann schieben wir am besten erstmal die Kisten unten in eine richtige, in einen ordentlichen Weg. Und dann geht das auch. Gott, ja. Mehrere Male Wasser hoch, Wasser runter. Später haben wir es hier auch fast geschafft. So, das sieht ja eigentlich relativ vernünftig aus. Das sieht ja eigentlich schon relativ vernünftig aus, aber mal gucken, ob wir den letzten Sprung schaffen oder nicht. Wahrscheinlich schon. Link ist ja ein Profi. So, wir warten natürlich noch eine Runde ab. Angezündet, auf geht's. Ui. Ah, es war so klar, oder? Irgendwie war das ja so klar. Die Sprungreichweite ist sehr wichtig hier. So, das sieht schon ein bisschen besser aus. Ziemlich, ziemlich kompliziert das Ganze hier. Und damit meine ich natürlich nicht kompliziert, einfach nur Trial and Error quasi. Doof. Ob die kleineren Kisten dazwischen noch irgendwas bringen? Wahrscheinlich nicht. Ich kriege auch die Stöcker nicht mehr hoch. Ich verliere jedes Mal die Stöcker, wenn ich unten bin. Also wenn ich hochgespült werde. Okay, das sollte jetzt aber eigentlich klappen. Und das könnte ein bisschen dauern, aber okay, alles klar. So sieht's gut aus. Jetzt ist der Stock aus. Was zur Hölle? Toll. Okay, nach 5 Millionen Versuchen habe ich die Kisten jetzt nochmal ein bisschen anders angeordnet, damit Link nicht so oft in zwischen irgendwelche Kisten hier springt und im Wasser landet und... Ach, alles verkackt. So, bitteschön. War ja gar nicht so schwer. Erster Versuch natürlich, ne? Erster Versuch. Keine 5 Millionen Versuche. Nein, 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 nein. Das hat mich auch keine 10 Minuten gebraucht hier oder sowas. Nein. Ein kleinen Schlüssel, das war es auf jeden Fall wert. Ansonsten kommen wir hier nämlich überhaupt nicht weiter. Scheiße, jetzt kommt hier Schleim. Ah, hat er mich fast erwischt. Müssen wir die Schleime töten? Nein, aber wir stehen natürlich auf Gelee. So, Schleim eingesammelt und weiter geht's. Jetzt haben wir einen kleinen Schlüssel. Aber wo soll denn der eigentlich hin? Ich habe noch kein Schloss gesehen. Ich habe mich auch noch nicht wirklich doll umgeguckt, also so ist nicht. Und eigentlich auf der linken Seite, also okay, alles klar, da sind auch sehr bröckelig wirkende Wände. Und wir haben ja unseren eigenen Kanonenleuenkönig dabei. Ich glaube, hier können wir gut was schaffen. Jop, Nummer 1. Oh Gott, 3 Wände. Nummer 2. Und hier ist eine Säule im Weg. Das ist aber doof. Aber so geht's auch. Nein, aber so geht's auch. So, alles klar.